Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Damakash. Wir spielen heute Toy Story 3. Ich musste leider aufgrund technischer Probleme den Vorspann rausnehmen, weil irgendwie wollte das nicht so, wie ich wollte. Wir fangen hier aber an bei Level 1. Das Ganze ist ein Jump'n'Run-Spiel. Ich bin noch nicht ganz firm da drin. Ich kann diese Jump'n'Run-Sachen sowieso im Normalfall nicht so gut. Also für alle Leute, die auf Fails verzichten können und ständiges Abstürzen an den gleichen Stellen, wird das Video wahrscheinlich nicht das Richtige sein. Mir machen die Spiele aber dennoch Spaß. Der Zug haut ab. Die Waisenkinder. Dr. Schweinebacke. Für dich immer noch böser, Dr. Schweinebacke. Und ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen, Sheriff Woody. Okay, dann wollen wir doch mal schauen. Wir müssen Waisenkinder retten. Oh, huch. Ach du liebes bisschen. Leertaste zum Springen, jawohl. Das kriegen wir hin. Wollen wir doch mal sehen. Ah, da oben ist was. Das kann man einsammeln bestimmt. Ich habe eine Sammelkarte gefunden. Okay. Ach du liebes bisschen. Ich hasse das ja, wenn man automatisch läuft. Ich würde nämlich eigentlich lieber ein bisschen langsamer gucken und so. Aber geht anscheinend nicht. Da ist noch was. Oh, oh, der Boden. Und noch was. Ach Gott, das ist ja... Das ist ein Spielstein für Els Spielzeugscheune. Okay, gucken wir nachher mal. Das war knapp. Ah, scheiße. Okay. Oh, oh. Einstürzender Boden ist nicht gut. Spring, Zauberpony. Also, oh nein, da werden wir auch noch von oben beschossen. Na, wir haben aber auch ein Glück hier. Ich bin ja ein absoluter Disney-Fan. Ich mag sowohl die Disney-Filme als auch... Also, ich war schon so oft in Disneyland, weil ich es einfach sehr mag. Demzufolge liegt es natürlich nahe, dass ich hier auch das ein oder andere Disney-Spiel mal ausprobiere. Und ich habe früher auf Konsolen immer unheimlich gerne Jump'n'Runs gespielt. Ich war nie besonders gut da drin, aber es hat halt immer Spaß gemacht. Und ich habe dann immer meinen Bruder... Ups, abgestürzt. Ich habe dann immer meinen Bruder gefragt, der mir geholfen hat bei solchen Sachen. Wenn es mir denn zu schwierig wurde und ich überhaupt nicht vorangekommen bin. Mein Bruder ist jetzt natürlich nicht hier. Das heißt, ich muss das irgendwie alleine machen. Ich wette, wenn meine Tochter mich sehen könnte, die würde sich königlich amüsieren. Weil die das irks... Oh, speichern ist gut. Weil die das wesentlich besser kann. Ah, jetzt geht's anscheinend gleich weiter. Dann wollen wir doch mal sehen. Also wie gesagt, meine Tochter kann den ganzen Spaß ein bisschen besser. Ah, ich laufe nicht mehr automatisch. Das ist doch gut. Blaue Kapseln geben wertvolle Tipps. Okay, die brauche ich wahrscheinlich. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Es ist für mich total ungewohnt, sowas mit der Tastatur zu spielen. Ich habe schon überlegt, ob ich mir einen Controller anschaffe für Jump'n'Runs. Wenn ihr da einen empfehlen könnt... Ich habe früher halt gerne auf der PlayStation Jump'n'Run-Spiele gespielt oder auf Nintendo. Das heißt, der Controller sollte wahrscheinlich ähnlich sein. Okay. Ein Lego-Kind. Das wird gerettet. Juhu. Oh, und Buzz kommt uns helfen. Sehr schön. Wenn ihr einen Controller empfehlen könnt, der für Noobs gut zu benutzen ist,
Dann lasst mir das doch einfach in den Kommentaren da. Weil ich muss schon sagen, mit Tastatur tue ich mich da etwas sehr schwer. Also das finde ich jetzt nicht so leicht hier. Einfach für Jump'n'Runs, ja, weiß ich auch nicht, mag ich lieber Controller. Ich habe schon ewig keine mehr gespielt hier. Immer nur bei anderen Let's Playern zugeguckt. Und mich immer gefreut, dass ich nicht der einzige Trottel bin, der laufend daneben springt. Okay, rüber da. So, was sollen wir denn hier machen? Da drauf werfen. Na, das kriegen wir doch hin. E drücken. Okay. Sehr gut. Ah, das ist ja toll. Das war ja einfach. Na, dann sammeln wir doch mal Bälle ein. Retten hier das Waisenkindchen noch. Jawohl, und Bass hilft uns wieder, natürlich. Oh, da ist die nächste Karte. Oh, da kommen Gegner. Nie. Wie war das? E, ne? E. Ach Gott, ja, natürlich. Irgendwie mal... Ach, wenn man getroffen wird, geht das blöde E auch noch aus. Okay. Ich habe nicht so viele Bälle. Wir hangeln uns hier mal hoch oder auch nicht. Die Musik ist so geil. So, dann kaputt machen. Ja, du wirst ja wohl darüber werfen können. Nein, ich muss da wirklich aus meiner Deckung raus. So eine Grütze. Okay. Aufnehmen können wir die auch, dann werfen wir den doch mal vom Zug. I, sind wir gemein. Oh, nee, da sind ja noch welche. Ach, eh wieder aus. Aua! So. So, waren da jetzt noch irgendwelche Kisten, die wir mitnehmen können? Ja, natürlich. Wir brauchen ja viele Bälle wahrscheinlich bei meinem Zielvermögen. Und das nächste Waisenkind gerettet. Mensch, das geht ja besser wie gedacht, wa? Ah, so. Okay. Oh nein. Es gibt übrigens bei TSW auch so eine Stelle. So eine Questreihe, wo man auf so einem bekloppten Zug rum ist. Ich habe geflucht wie ein Rohrspatz. Ich befürchte, es wird mir hier nicht wesentlich anders gehen. Aber ich muss, oder auch nicht. Ich muss ja irgendwann mal anfangen. Also, gehen wir springen. Oh Gott, ja, natürlich. Wie soll es auch anders sein? Oh Gott. Jawohl. Aua. Das war mein Kopf. Jawohl. Haha, geschafft. Juhu. So, da müssen wir wahrscheinlich wieder drauf werfen. Okay. Oh. Wir haben kaum noch Leben. Ich rette erstmal das Waisenkind hier. So. Bälle einsammeln. Da ist noch was. Ah, jetzt können wir uns hier wieder von Deckung zu Deckung arbeiten, glaube ich, ne? Ah, kriegen wir den von hier abgeschossen? Schauen wir mal. Sieht gut aus. Jawohl. Ach, da ist ja hier der Schweinebacke. Und der macht da auch irgendwelche... Den müssen wir erstmal vom Zug schmeißen, bevor der wieder aufsteht. Oh nein. Und den auch. Okay. Dann ist da noch einer. Den nehmen wir doch auch. Und weg damit. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt hat er seinen blauen Strahl gemacht. Ich wollte gerade sagen, er macht da so einen blauen Strahl. Den noch weg hier. Und da sind noch mehr. Sind so viele. Oh, da hinten ist noch so ein Waisenkind. Das nehmen wir mit. Oh, hier, komm.
auf sie mit Gebrüll. Viel hilft viel. Jawohl. Dann können wir jetzt auch das Waisenkind retten. Das sind kleine Lego-Männchen oder so, ne? Sehr süß. Okay. Da müssen wir wohl hoch. Oh nein. Okay. Huhuhu. Gut, dass der sich festhangeln kann. Sonst werden wir ja so angeschissen. Hat uns auch nicht geholfen. Hintern verkokelt. Ah ja, Gott sei Dank müssen wir nicht den ganzen Zug nochmal machen. Und noch ein. Also falls ich jetzt nicht so viel rede, ich bin hier höchst konzentriert, ne? Also, weil ich will ja hier nicht absolut failen. Auch wenn es sich wahrscheinlich nicht vermeiden lässt. Aber wir retten das nächste Waisenkind. Ja, danke, Bas. Oh, da ist was. Ein Erinnerungsstück von Andy. Andy ist ja unser Besitzer. Also, aber... Huch. Siehst du, das kommt davon, wenn man redet nebenbei. Tülü, tülü. Fangen wir nochmal an. Das war aber auch. Also, ein Schritt weiter und wäre zu spät gewesen, ne? Das ist mit Tastatur aber auch echt nicht so easy cheesy. Also ich verstehe jetzt unseren Sorg-LP sehr, sehr gut, der sich ja extra für Alice auch mit Controller am PC beschäftigt hat. Weil das anscheinend echt einfacher ist. Ich glaube, die Spiele sind auch tatsächlich dafür ausgelegt. Gleich haben wir es doch geschafft hier. Oder es ist eine Sache der Übung. Also ich glaube, ich habe echt an PCs noch nie großartig überhaupt Jump'n'Runs gespielt. Einfach macht er dann nochmal so einen blauen Strahl? Ja, macht er. Dann warten wir den mal ab. So, jetzt aber. Aua. Aua. Uah. Autsch. So. Den haben wir erstmal. Oh, 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 oh. Und wegschmeißen damit. So, und jetzt aber mal im Sauseschritt hier. Ach, natürlich, immer wo ich hingehe. Wie soll es auch anders sein? Oh, nein, 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 nein! Jetzt müssen wir mal darüber, sonst macht er uns die Kiste noch kaputt. Dann gehen wir in unseren Schussmodus hier. Jawohl! Haha. Ist das denn nix? Und so wurde der böse Dr. Schweinebacke besiegt und der Zug mit den Waisen kam sicher an sein Ziel. Warte mal. Du hattest ein gigantisches Schweineschiff und eine Flotte Kampfdrohnen und hast gegen einen Cowboy auf einem Pferd verloren? Die Augenklappe hat meine Tiefenwahrnehmung gestört. Na klar, schieb's auf die Augenklappe. Also, zurück zum Spielbrett. Das, wenn ich das sagen darf, ziemlich beeindruckend ist. Kaum zu glauben, dass du das gebaut hast. Nun ja, ich wollte eine Karte erschaffen, die alle Merkmale enthält, die wir auf unserer kleinen Reise hier gesehen haben. Hey, Rex, du hast gerade Els Toybahn in den Teich gestoßen. Oh, du hohle Nuss. Jetzt muss ich die ganze Stadt neu aufbauen. Entschuldigung,
Was ist das nochmal für eine Gegend? Gutes Auge, mein Freund. Das ist ein spezieller Teil des Spiels, der Woody's Roundup heißt. Hier kannst du frei herumziehen und als Sheriff für Recht und Ordnung sorgen. Cool. Können wir da hingehen? Wirklich? Los geht's. Wenn ein gewisses Echsenhirn verspricht, es nicht sinnlos zu zertrampeln. Mach ich bestimmt nicht. Versprochen. Gut, zurück zur Geschichte. Andy war inzwischen erwachsen geworden und wir... Also, wir haben hier also noch ein Spielbrett, was wir spielen können, und wir könnten in den zweiten Level gehen. Das machen wir dann aber im zweiten Teil. Ich danke euch fürs Zuschauen und sag bis dahin. Ciao, ciao!